meine, sicher ist das eine Geschichte, die vom Durchkommen handelt und nicht davon, dass man sicher irgendwo hinkommt. Es ist ein über die Unsicherheit des Lebens eine Geschichte. Und nicht zufällig solo, auch über das Alleinsein in einer Umwelt, in einer Gesellschaft, in der ja vorgeblich niemand allein sein sollte. Insofern vielleicht ja, aber wenn Sie wieder überlegen, dass ja die Nachricht, die in einer Geschichte oder in einem Film steckt, nicht zustande kommt ohne die Begegnung mit dem Publikum. Das findet ja statt in einer imaginären Mitte zwischen dem Absender und dem Empfänger. Und wenn ich mich jetzt erinnere, welche Diskussionen dieser Film hervorgerufen hat und das plötzlich wochenlang, auch zu unserer Überraschung, weil das kann man nicht vorher, das kann man nicht planen, das haben wir nicht mal erwartet, Leute plötzlich wieder reden über Träume, über den Platz, über Solo und Gruppe, über den Platz in der Gesellschaft und die Frage, ob das irgendein Platz ist oder dein Platz. Wir hatten auch keine explizit ausformulierten ideologischen Positionen. Wir haben auf dieses Lebensmaterial reagiert. Das plötzlich, alleine schon dadurch war es, dass es so sehr viel Flitter weglässt, von dem immer behauptet wurde, der gehört aber zu dieser Welt. Und plötzlich gehört gar nicht zu dieser Welt. Man lebt so nackt mittendrin. Wolf, weiß ich, Konrad Wolf hat, das war so auch die Zeit, wo das hat man dem Film dann ja auch vorgeworfen, Außenseiterproblematik. Und ich weiß, dass Wolf mindestens so wie mich diese selbstzufriedene Haltung tief geärgert hat. Wer sagt eigentlich, wo die Mitte ist? Und wer ist denn immer mit dem Arsch an der Wand? Und wer erklärt denn andere zu Außenseitern? Und manchmal sind die auch, und wo ist dann überhaupt außen und innen? Und also dieses ganze, sagen wir mal, denkträge Schema auf Dinge, die nicht in ein ideales Bild passten, am ehesten durch Verdächtigung und Wegsehen zu reagieren. Das hat uns ja schon sehr geärgert. Aber ich kann nicht sagen, das haben wir uns besprochen und da haben wir gesagt, und nun wollen wir uns mal einen Film ausdenken, sondern Wolf war mit dem Film durch die Lande gereist, Mama, ich lebe, hatte eine ganz gute Publikumsreaktion auch bei jungen Leuten gefunden, aber war immer wieder der Frage begegnet, machen Sie doch mal einen ehrlichen Film über uns.